herzlich willkommen bei Ochis Dschungelcamp. Willkommen im Wald von Blair Witch. Es ist Nacht, 2:30. Zwischendurch ein bisschen geschlafen, bin dann irgendwann wieder aufgewacht. Mal noch eine geraucht. Und das war genau zur richtigen Zeit, um eben so ein richtiges Walderlebnis, dass einem das Abenteuer so richtig würzt, erleben zu können. Ich lag also hier und rauchte so meine Zigarette und dann höre ich auf einmal Schritte. Von da. So, die kommen von da so. Ja. Und das Ganze ist jetzt ein paar Minuten her. War also nicht am Tag oder so, ne? Und du hörst Schritte. Tschap, tschap, tschap. Über die Blätter. Und dann denkst du dir, wer kommt denn hier? Wer kommt denn hier nachts? Und was ist das denn, Helge? Wer ist das denn? Ja, Reinhold, sagt Helge. Guckst du besser mal nach. Mit der Taschenlampe. Ja. Und dann gehst du da so hin. Und hörst die Schritte immer noch. Dann guckst du da so raus, machst deine Taschenlampe an und siehst nichts. Du siehst gar nichts. Keiner. Da ist niemand. Und die Schritte haben auch aufgehört. Also denkst du dir deinen Teil. Dann legst dich wieder zurück. Dann dauert das so 2 Minuten. Und dann gehen die Schritte da weiter. Da. Und dann denkst du, Alter, das kann aber nicht wahr sein. Hätte ich ein Gewehr, könnte ich dich jetzt erschießen, Alter. Weil ich genau weiß und lokalisieren kann, wo du gerade langläufst. Da stellt man sich da den Typen da so vor. Also ich würde es nicht tun, aber ich hätte es können. Ja. So, dann geht der ganze Spuk weiter. Und geht das hier, hörst du die Schritte hier und denkst dir, alles klar, jetzt nimmst du auf jeden Fall nochmal die Taschenlampe und leuchtest raus und siehst niemanden. Hörst aber die Schritte weiter. Und dann siehst du da unten am Boden so eine Kröte hüpfen in Schrittgeschwindigkeit. Ja. So kann uns manchmal unser eigener Verstand einen Spuk spielen. Und aus einer Kröte einen Elefanten machen. Und ich hätte mir sowas von in die Hosen scheißen können. Aber ich bin das, glaube ich, einfach mittlerweile zu sehr gewohnt. Wer steht da? Da steht jemand. Nee, ist ein Baum. Ich liebe es. Entschuldigung. Aber sowas macht das Leben zum Abenteuer. Genau das ist das, was ich einfach geil finde. So, hau ich mir aber das Licht in die Fresse. Und sag gute Nacht, ich geh schlafen. So. Ich versuche jetzt mal was. Ich bin mir nicht sicher, Das Ding ist, dass ich heute extreme Konzentrationsschwierigkeiten habe. Ich bin nämlich ein bisschen krank. Es geht eigentlich schon seit vorgestern Abend so. Und ich will einfach gerade mal so ein bisschen erzählen, was bei mir da gerade so aus dem objektiven Empfinden heraus passiert, was ich beobachten kann, weil ich irgendwie mitbekommen habe, dass ich gerade nicht der Einzige bin, dem es ähnlich geht. Also bei mir hat das vorgestern Abend angefangen, dass ich mich fiebrig gefühlt habe. Bin dann irgendwann ins Bett gegangen, habe auch relativ zeitig geschlafen. Bin aber irgendwann nachts und morgens immer wieder noch aufgewacht, habe also nicht wirklich durchschlafen können. Weil mein Körper, meine Muskeln halt auch ständig gezuckt haben. So. Und ich bin dann auch zwischendurch wach davon geworden. Und dann hatte ich gestern eigentlich den ganzen Tag vor allen Dingen
mit Magenkrämpfen zu tun? Und Dünnpfiff? Und das wohl so irgendwann nachmittags habe ich mir eine Hühnerbrühe gemacht, weil ich mich erinnere, dass Oma bei sowas immer eine Hühnerbrühe gemacht hat und dass sie immer geholfen hat. Habe mich dann auch gewundert, wie viel Energie dann auf meinem Körper war, wie ich nach dem Teller wirklich richtig angefangen habe zu schwitzen und sich das so auch ganz gut anfühlte. Und dann, ja, ging es halt ein kleines bisschen besser, aber so, also die Bauchkrämpfe haben dann wenigstens aufgehört. Dann bin ich gestern auch wieder relativ früh und zeitig halt ins Bett und ohne, also die ganzen letzten 2 Wochen habe ich halt nachts immer noch hier gelegen und gemalt. Weil ich das halt auch einfach so als, ja, das ist halt einfach so meine Zeit, die ich mit mir selber verbringe, wo gerade nichts, also früher habe ich da auch immer noch irgendwie Hörbücher oder 3 Fragezeichen oder sowas bei gehört und ja, keine Ahnung, habe ich jetzt auch die letzten Nächte gar nicht mehr gehabt, da wo ich dann einfach gemalt habe und die Geräusche des Waldes gehört habe. Ja, und das habe ich halt die letzten beiden Nächte auch nicht gemacht, obwohl ich eigentlich voll gerne malen würde. Aber ich kriege irgendwie gerade den Stift nicht so richtig gehalten. Ich merke, dass ich keine gerade Linie gezogen bekomme. Ich muss mal ein bisschen anders legen, sorry. Boah, mein Körper fühlt sich an, als würde das 50-fache vom normalen wiegen. Meine Augen brennen. Wie wenn man Fieber hat. So, die sind so schwer. Ja, am liebsten zu. Ja. Und ich bin halt echt quasi geradezu gar nichts zu gebrauchen. Ich habe mich eben was an den Rechner gesetzt, nur um festzustellen, dass das gerade gar nichts bringt. Weder bekomme ich produktiv was getan. War das eine Mücke? Ja, war die nächste. Boah. Und dann passieren aber halt gleichzeitig ganz komische Sachen in mir, auch in meinem Empfinden. Also ich sag, ich habe schon gesagt, es fällt mir so schwer, im Moment mich lange auf irgendwas zu konzentrieren. Also heute und gestern, aber heute ist das irgendwie noch viel extremer. Ich habe eben 3-mal schon das war echt komisch. 3-mal habe ich mich gefragt, wo ich bin. Ich musste 3-mal überlegen, wo ich bin. Also im Wald, ja klar, so viel. Aber wo ist der Wald? Ich musste mich 3-mal musste mir in Erinnerung rufen, dass ich in Österreich bin. Ach ja, richtig, genau, Mittelabel. Also das kenne ich auch noch sehr gut aus meiner Zeit in den Wohnmobilen, wo mir das sehr oft passiert ist. Und ich das auch immer sehr genossen habe, wenn ich aufgewacht bin. Und ich weiß nicht, kennt ihr, wenn man da erstmal zu sich kommen muss, wenn man quasi die Realität, in die man jetzt aufwacht, gerade einfach wieder komplett downloaden und laden muss, bis man sich bewusst ist, wo man ist. Es dauert meistens so 1-2 Sekunden, vielleicht 3. Und in den Wohnmobilen habe ich es geschafft, das auf Minuten auszudehnen, weil ich dadurch, dass ich im Wohnmobil selten mal auch überhaupt länger als 3 Tage irgendwo war, halt ständig woanders war. Und dann bin ich halt aufgewacht und dann kommt auch mal die Frage, wo bist du? Das fällt einem normalerweise gar nicht auf, wenn man immer im selben Bett und immer zu Hause aufwacht und da einfach die Routine ist.
Aber wenn man öfter mal einfach woanders schläft, und ich bin ja ständig, habe ich ja woanders geschlafen, also zwar auch in meinem Bett, aber mein Auto stand halt ständig woanders. Und da habe ich das dann tatsächlich auf Minuten rauszögern können, weil ich dann auch gesagt habe, ja klar, natürlich lieg im Auto, aber wo ist das Auto? Wo steht das gerade? Ich habe das Minuten rauszögern können, bis mir dann einfiel, wo ich bin und der Zustand dann halt vorbei war. Nur habe ich das normalerweise, wenn ich aufwache und nicht mitten am Tag irgendwo gerade aus dem Gedanken kommend, dann wieder im Hier und Jetzt und dann gerade nicht zu wissen, wo ich bin. Also das ist schon strange. Sehe ich aber halt eben auch jetzt nicht als Problem an. Also das sind einfach so, also mir geht's gut, ne? Ich habe kein Problem gerade. Mein Körper muss halt gerade auskurieren. Und weiß ich ja, wie das geht, was ich machen muss. Er braucht halt Ruhe. Und die bekommt er. Und wenn er Ruhe hat, regeneriert er. Das heißt, egal was ich da jetzt gerade habe, genauso bekomme ich das seit 10 Jahren immer wieder weg. Und ich habe halt eben den Vorteil, dass ich dann nicht erst zu einem Arzt rennen muss, um meinem Körper Ruhe schenken zu können, um die Erlaubnis zu haben, im Bett liegen zu bleiben. Ich mache das dann einfach, wenn mir danach ist. Und mein Körper sagt, hey, ich brauche jetzt mal Ruhe. Das macht er meistens sehr spürbar. Meistens durch irgendeine Form von leichtem bis starkem Schmerz. Ja. Wollte ich irgendwas sagen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich wollte das einfach gerade mal so ein bisschen erzählen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es euch ähnlich geht. Also wie gesagt, Sorgen mache ich mir jetzt nicht drum. Und bei dem, was so gerade passiert, merke ich halt auch eben, ja, es ändern sich gerade ganz massiv Energien und Schwingungen. Manchmal muss man da sich halt eben erstmal dran gewöhnen. Aber ich merke halt wirklich, wie es überall an mir zerrt. Und wie mein Blut halt so, als würde es kochen. Es kribbelt den ganzen Tag durch den ganzen Körper. Ist jetzt nicht, ist kein unangenehmes Gefühl oder so, aber es ist halt nicht normal. Also es ist nicht so, als würde ich das nicht kennen. Ich habe das schon oft, letztens habe ich noch in der Hängematte gesessen und hatte genau dieses Gefühl. Und dann ging es ganz plötzlich weg, weil ich ein Detail in meinem Mindset geändert habe. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen liegen und schlafen und gucken, dass ich dann irgendwann das Video noch hochgeladen bekomme. Frieden mit euch allen. Wir haben nur noch den Chips-Tag.